500.000 Wärmepumpen, wenn Wunsch auf Wirklichkeit trifft. Die Politik, Hersteller und Handwerksverbände haben sich ein Ziel gesetzt. Ab 2024 sollen 500.000 Wärmepumpen pro Jahr in Deutschland installiert werden, um die Energiewende zu schaffen und um unabhängiger von fossilen Brennstoffen wie Gas und Öl zu werden. Das heißt, dass wir dann im Jahresdurchschnitt 500.000 Wärmepumpen einbauen müssen. Das scheint ambitioniert, denn wir erinnern uns, 2022 wurden rund 236.000 Heizungswärmepumpen installiert. Das sind zwar knapp 80.000 mehr als im Vorjahr, aber immer noch zu wenig, wenn sich der Absatz in den nächsten beiden Jahren mehr als verdoppeln soll. Damit das Ziel von 500.000 Wärmepumpen pro Jahr erreicht wird, muss einiges passieren. So fehlt es aktuell zum Beispiel an Geräten. Laut einer Umfrage der deutschen Energieagentur DENA unter Energieberatern rechnen die meisten mit Wartezeiten von 12 Monaten und mehr, bis eine Heizungswärmepumpe eingebaut werden kann. Das deckt sich mit den Erfahrungen der Hersteller. Dadurch ist es schon so, dass wir generell in einer Knappheitssituation sind. Und da sage ich bewusst generell, weil man das nicht eingrenzen kann auf bestimmte Dinge. Es sind eigentlich immer wieder andere Dinge, die fehlen. Elektronik war in aller Munde, dann haben hier mal ein paar Pumpen gefehlt, wobei da auch wieder die Elektronik eher das Problem war. Dann haben hier mal wieder ein paar Lüfter gefehlt und dann mal wieder andere Materialien. Also man kann das gar nicht so hundertprozentig eingrenzen. Fakt ist, dass es wahnsinnig volatil ist und sich so kurzzyklisch ändert, dass wir in unserer Branche, sagen wir mal, uns komplett umstellen mussten. Weil wir sind es gewohnt, dass man bei uns bis abends um 20 Uhr bestellt und dann ist am nächsten Morgen um 7 Uhr auf der Baustelle, da wo es sein soll in Deutschland. Und das kriegen wir aktuell nicht hin. In der Tat, Lieferketten sind eine der ganz großen Herausforderungen neben Montagekapazität und anderen Themen, die vielleicht ja noch später ansprechen. Vielleicht erstmal die gute Nachricht. Die Situation war schon noch kritischer, als sie jetzt ist. Es gibt einen sogenannten Global Supply Chain Pressure Index. Der war mal auf 4, da sind wir jetzt auf einen Wert von 1,4 runter. Wir spüren das langsam, aber haben natürlich durch die Riesennachfrage an Wärmepumpen, die sich in den vergangenen Monaten und Jahren aufgebaut hat, natürlich noch einen Berg von Arbeit vor uns, die wir erstmal abarbeiten müssen. Also Situation, Licht am Ende des Tunnels, wollen wir hoffen, dass es nicht der entgegenkommende Zug ist. Das Licht ist da, aber die Aufgaben, die vor uns bei allen Herstellern noch da sind, sind gewaltig. Und da müssen wir noch erhebliche Anstrengungen unternehmen, sind da aber, glaube ich, auf einem guten Weg und haben schon eine ganze Menge gelernt. Allerdings tut die Branche viel, um ihre Stückzahlen nach oben zu bringen. Nochmal zur Größenordnung, vielleicht ist es ganz interessant. Also ich denke, da sind wir nicht allein. Wir werden unser Produktionsvolumen mehr als verdoppeln nächstes Jahr und haben das dieses Jahr auch schon getan. Also es ist schon so, dass da ganz viel passiert. Die Vorlieferanten müssen natürlich in derselben Geschwindigkeit mitwachsen und auch mitwachsen können. Und da müssen wir natürlich eng abgestimmt sein und auch überlegen, erhöhe ich die Wertschöpfungstiefe, baue ich selber Chips zum Beispiel. Für das Handwerk wäre es wichtig zu wissen, mit wie vielen zu installierenden Geräten sie überhaupt rechnen können. Für uns sehr wichtig, wir müssten als Handwerk wissen, welche Mengen an Wärmepumpen in den nächsten Jahren nach Deutschland kommen, um uns darauf einzustellen, wie viel der Nachfrage wir bedienen können. Denn Elektrohandwerksbetriebe haben heute nicht nur das Thema Wärmepumpe, sondern auch Themen wie Photovoltaik, Elektromobilität, Wohnungsneubau und auch noch die elektrotechnische Grundversorgung, Industrieversorgung zu leisten. Es gibt also viele Felder. Deshalb ist die Frage, in welche Themen stecke ich als Handwerksunternehmen meine Ressourcen hinein? Und wenn ich jetzt Personal schule und mich auf das Geschäftsfeld Elektromobilität oder Wärmepumpe begebe, aber nicht weiß, ob das Material kommt, dann ist das für mich als Unternehmen ein Problem. Also deshalb wäre ganz wichtig, dass wir wissen und von den Herstellern auch gesagt bekommen, welche Mengen wir bekommen. Denn allerorts herrscht Fachkräftemangel. Also qualifizierte Mitarbeiter bekommen wir leider keine, weil es keinen Ausbildungsberuf gibt für Wärmepumpen oder ganz allgemein erneuerbare Energien. Aber es ist heutzutage für einen Auszubildenden nicht möglich, alle Bereiche abdecken zu können. Er wird sich immer irgendwo spezialisieren und es wäre auch denkbar in der Ausbildung,
ist schon was, was passiert, dass man gewisse Schwerpunkte setzt. Aber ich glaube, das müsste man noch mehr vertiefen, dass man einfach in eine gewisse Richtung ausbildet und dorthin auch prüft. Alles abzudecken in der Ausbildung, dass jeder jeden Inhalt komplett beherrscht, ist utopisch. Längst nicht alle Betriebe installieren bereits Heizungswärmepumpen. Prozentzahlen nimmt, ich weiß gar nicht, was die offiziellen Zahlen sind. Ich glaube, wir sind noch unter 20% aller Heizungsfachbetriebe sind aktuell mit der Wärmepumpentechnologie unterwegs und die führen wir natürlich heran. Doch wie lässt sich die Installationsrate erhöhen? Erstens, einfachere und schnellere Inbetriebnahme. Prinzipiell gilt mal, dass wir gemeinsam im Handwerk die Produkte auch so entwickeln wollen, damit das Handwerk damit besser umgehen kann. Neudeutsch heißt ja immer schön UX, User Experience. Wir laden unsere Handwerkspartner ein und entwickeln im Prinzip gemeinsam die Produkte. Zweitens, Nachschulung von Mitarbeitern. Wir müssen uns jetzt gemeinsam mit dem Handwerk bemühen, in einer wahnsinnigen Schulungsoffensive die Betriebe, die sich noch nicht so für die Wärmepumpe interessiert haben, in den letzten Jahren und Jahrzehnten fit zu machen. Dann ist natürlich in erster Linie auch Personal zu schulen, um Wärmepumpen aufzubauen. Wir bieten dazu in unseren handwerklichen Schulungsstätten im Elektrohandwerk die entsprechenden Schulungen an. Da muss Personal auch in der aktuell sehr guten Auslastung auch mal für freigestellt werden. Drittens, mehr ausbilden. An der Robert-Meyer-Schule wie auch an anderen Berufsschulen ist einfach auch unser Personal beschränkt. Das heißt, wir suchen händedringend Lehrer und eine Ausbildung zum guten Lehrer dauert halt, ich würde sagen, 10 Jahre. Also wir können auf so Schwankungen im Markt gar nicht so schnell reagieren. Also wir können im Moment nicht mehr Schüler ausbilden, wie wir machen. Ja. Viertens, Änderungen in der Ausbildung. Das heißt, wir bräuchten da ganz dringend eine Auftrennung. Einmal in die einfacheren Tätigkeiten. Man braucht Leute, die die Montagen vor Ort durchführen. Also die ganz klassischen handwerklichen Tätigkeiten. Sei es Rohre verlegen, Anschlüsse durchführen, Anlagen mit Wasser befüllen. Und dann noch die weitergehenden Tätigkeiten wie Gaskessel, Ölkessel, die es ja sicher in Zukunft auch noch geben wird, in Betrieb zu nehmen und zu warten. Oder dann Wärmepumpen, erneuerbare Energien in Betrieb zu nehmen und zu warten. Das heißt, für mich wäre eine Zweiteilung wichtig, eine kürzere Ausbildung für die Montagetechnik oder eine Grundausbildung und dass man die dann ein Jahr oder eineinhalb Jahre dauert und dass dann eine Spezialisierung bei der Schule möglich ist, zum Beispiel Gas, Öl oder erneuerbare Energien. Zumindest bis auf Weiteres kann also der Schwerpunkt nicht allein auf Wärmepumpen liegen. Auch andere Energieträger, wie beispielsweise die Pelletheizung, spielen eine Rolle. Wir brauchen also Fachbetriebe für alle Bereiche. Eine spannende Aufgabe, die bislang oft nicht die nötige Würdigung erfährt. Aber es tut sich was. Das Ding, wir sind ja hier in der Branche, würde ich mal sagen, der Glückseligen. Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn ich jetzt hier Tagesschau anschaue oder mal Zeitung lese, momentan, da ist man ja eher deprimiert die ganze Zeit, weil nur Hiobsbotschaften kommen. Und da bin ich echt dankbar, dass wir in unserer Branche zumindest heute nachfragetechnisch jetzt mal kein Problem sehen und das eigentlich einen sicheren Arbeitsplatz verspricht. Und das ist schon toll. Also wir reden hier über, wenn wir über Lieferprobleme reden, reden wir ja über Luxusprobleme. Also der Trend geht ja auch ganz klar dahin und auch, also sagen wir mal, die SHK-Anlagentechnik und der Ausbildungsberuf ist ja auch im Ranking massiv nach oben gegangen. Ich glaube in Württemberg schon an 1 oder 2 sogar, wenn mich nicht alles täuscht, sogar den Automechaniker überholt. Also es sind tolle Signale für unsere Branche natürlich. Und ich treffe auch mehr und mehr sagen wir mal, Abiturienten und auch Studenten, die in unser Gewerk drängen sozusagen. Weil, und das darf man ja auch nicht vergessen, man kann Gutes tun, sprich die Wärmewende vorantreiben und dabei gutes Geld verdienen. In der gesamten Branche, sage ich jetzt mal. Und das ist doch toll.